Es ist kein Fahrrad, kein Motorroller und auch kein Auto. Doch die sogenannten Segways haben bereits unsere Straßen erobert. Und jetzt kommt der Spaß von draußen nach drinnen. In Tönnesforst eröffnet morgen die erste Indoor-Halle für den Fahrspaß der anderen Art. Jette Kemner hat's getestet. Ob Polo- oder Sightseeing-Touren für Lauffaule. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig sieht es schon aus, das Segway-Fahren. Doch der Trend aus den USA ist in NRW angekommen. In Tönnesforst eröffnet jetzt die erste Indoor-Halle Deutschlands. So ganz traue ich dem Segway nicht über den Weg, aber das Gerät gleicht meine Unsicherheiten doch ganz gut aus. Man kann die Balance doch relativ schnell finden. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich Gas gebe. Wie im Straßenverkehr ist auch hier der Helm Pflicht. Schließlich sind kleine Unfälle nicht ausgeschlossen. Für Angsthasen gibt es den Schildkrötenmodus. Mehr als 8 Stundenkilometer sind damit nicht drin. Das Fahren auf dem Schaukelroller ist eigentlich kinderleicht. Gas geben, Körper nach vorne, bremsen, Gewicht nach hinten. Aber der innere Schweinehund muss dann doch überwunden werden. Schließlich gilt es, verschiedene Schwierigkeitsstufen zu meistern. Was ist das Besondere hier an der Halle? Darf hier wirklich jeder fahren? Fast jeder darf hier fahren. Er muss sicherlich die notwendige Reife haben, aber ansonsten darf hier jeder fahren und Spaß haben. Im Straßenverkehr muss man ja bestimmte Regeln beachten. Was sind diese Regeln? Ja, das bedeutet, dass man im Straßenverkehr als Teilnehmer mindestens 15 Jahre alt sein muss und man muss einen Führerschein haben, und zwar für einen Mofa. In der Indoor-Halle ist der Führerschein aber kein Muss. Eine kurze Einweisung durchs Personal reicht aus. Der Fahrspaß auf den Elektrorollern ist nicht billig. Eine Stunde fahren kostet 29 Euro. Trotzdem fällt das Fazit positiv aus. Mein persönliches Highlight hier ist auf jeden Fall die Wippe, denn man braucht schon ein bisschen Mut, um sich hier drauf zu trauen. Aber so schlimm ist es dann gar nicht. Und ich drehe jetzt noch eine Runde. Im Sommer soll auch vor der Halle ein Parcours stehen. Doch für die kalte und nasse Jahreszeit ist die Indoor-Variante eine echte Alternative zum Flitzen auf der Straße.